einen wunderschönen guten Morgen jetzt mit neuer Musik. Hallo Luca, hallo zum Market Round. Guten Morgen, Dustin. Guten Morgen, liebe Clubmitglieder. Wir sprechen mal wieder über die Märkte und es ist einiges los gewesen. Wir haben natürlich zum einen das Thema China gehabt. Das wird Kernthema sein, über das wir gleich sprechen. Luca hat aber gerade gesagt, es gibt noch ein weiteres Thema und damit steigen wir auch direkt kurz ein. Luca, sag uns direkt ein, zwei Worte. Was ist genau. Hier passiert? Gut, dass du die Grafik einmal einblendest. Wir sehen Streiks an den Häfen in den USA, einmal an der Ostküste, genau einmal komplett entlang gezogen, auch an der Golfküste. Da sind die Hafenarbeiter, die streiken. Man versucht durch die Gewerkschaften ja, höhere Löhne am Ende durchzusetzen. Und dadurch, dass die USA eine große oder die größte Volkswirtschaft ist, versucht man da die Löhne durchzusetzen. Und man wird es auch schaffen durch die Gewerkschaften, dadurch, dass ja, der globale Einfluss sehr groß ist. Genau. Ist das eine Gewerkschaft? Sind das mehrere Gewerkschaften, die dort aktiv sind? Es ist tatsächlich eine große Gewerkschaft für die Hafenarbeiter in den USA. Genau. Und die wollen höhere Löhne. Und das ist natürlich wieder eine Gefahr für höhere Preise. Und natürlich auch ja, für Abbruch der Volumenraten von den ja, Häfen und natürlich, was dann auch niederschlägt auf die globalen Lieferketten, zumindest potenziell und damit auch auf die Frachtraten. Wir haben es gesehen in Baltimore Anfang Mai, da war genau eine ähnliche Thematik, wo die Brücke eingestürzt ist. Natürlich sind die Einflüsse relativ gering und nur kurzfristig, muss man dazu sagen. Okay, also es gibt Streiks in den USA. Wichtiger ist tatsächlich das Thema Stimulus in China und das hat größtenteils auch die Märkte bewegt. Nicht nur, aber Luca, was war in China los? Genau, in China hat man ein umfangreiches Konjunkturprogramm angekündigt. Man versucht so ein bisschen die gesamte Wirtschaft zu stabilisieren, den Finanzmarkt und insbesondere natürlich auch den ja, seit lange krisenden Immobiliensektor. Man hat Zinssenkungen angekündigt, der PBOC, also der chinesischen Zentralbank. Man hat den Mindestreservesatz runtergenommen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Und ja, langfristig, wir hatten es im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, versucht man langfristig ja, das Einkommen, das Nominaleinkommen der Bevölkerung zu verdreifachen und wieder zu diesen hohen Wachstumsraten, von denen wir in Europa ja fast träumen können, wieder zu erreichen. Ja, aus der Vogelperspektive betrachtet kann man eigentlich sagen, in China läuft die Wirtschaft nicht so rund. Insbesondere auch, was die privaten Vermögen betrifft. Die privaten Vermögen, das sehen wir gleich nochmal, sind zum Großteil in China im Immobiliensektor. Der kriselt spätestens seit der Evergrande-Thematik. Und was man jetzt versucht, ist ja mehr Liquidität, günstigere Zinsen in den Markt zu bekommen, um es am Ende zu schaffen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und das geht jetzt über viele Maßnahmen. Wie gesagt, geringere Zinsen waren der erste Schritt. Dann Stabilisierung, Zinsspritzen für den Immobiliensektor. Und die dritte große Maßnahme sind dann auch weitere Kapitalspritzen für die Staatsbank. Zum ersten Mal seit 2008 in der Größe. Und in der Summe hat das alles dazu geführt, dass ja, die chinesischen Indizes somit die beste Woche in den letzten 10 Jahren hatte. Und das sehen wir gleich auch nochmal, wenn wir auf die Kurse schauen. Was sehen wir hier nochmal? Einmal zusammengefasst. Genau, wir sehen hier einmal quasi links so ein bisschen ja, repräsentative Grafiken für den Immobilienvektor mit den Wohnungsverkäufen und Baubeginn. Ja, und mit Abflachung oder ja, Einbruch des Immobiliensektors in China durch die ja, Finanzierungsregeln, die man quasi den Immobilienkonzern aufgelegt hat, ist quasi, hat man die gesamte Wirtschaft in so eine Abkühlung versetzt und Baubeginne sind runtergegangen, Wohnungsverkäufe und natürlich dadurch, dass der Immobiliensektor einen Großteil der Wertschöpfung in China ausmacht, setzt man dadurch natürlich das Verbrauchervertrauen bzw. den Konsum unter Druck und wir haben es jetzt bei den ja, Luxuskonzernen, bei den Autobauern, auch bei Nike als bei den Sportherstellern generell gesehen, der Binnenkonsum ist relativ schwach, was auch ja, generell zu der gesamten schwachen Wirtschaft, einfach in dieses gesamte Wachstumsbild. Genau, es geht darum, diese Trends wieder umzudrehen und das macht man jetzt über ja, große staatliche Maßnahmen, wieder auf den Wachstumstrend zu kommen. Die ersten ja, Maßnahmen sind getroffen und das sieht man auch sehr, sehr schön jetzt an den Sektoren oder an den Indizes in China. Ich habe hier mal die Grafik von vor 2 Wochen mitgebracht, denn da haben wir darüber gesprochen, ja, hier steht kurz, wir stehen kurz vor einem Ausbruch, kann man so sagen, denn das Ganze hat sich zugespitzt. Das Thema staatliche Maßnahmen stand schon länger im Raum und tatsächlich muss man sagen, haben wir jetzt durch natürlich diesen Boost aus dem Stimulus und natürlich jetzt auch dem Trend wirklich hier einen sehr, sehr schönen Ausbruch bekommen, dass der in dieser Höhe stattfindet, muss ich ehrlicherweise gestehen, hätte ich an der Stelle auch nicht gedacht, aber das ist schon relativ erstaunlich, was hier für ein Momentum gerade hintersteckt. Man sieht es, das Ganze hat jetzt so ein bisschen was an Volumina verloren. Wir haben jetzt auch Feiertage in China, das heißt, das Ganze kühlt sich vielleicht nochmal ein bisschen ab, es wird ein bisschen stärker darüber nachgedacht, aber ganz grundsätzlich kann man sagen, ja, hier haben wir eine Kombination aus einem Chartbuster plus
fundamentalen Daten und das führt gerne in dieser Kombination dann auch mal zu etwas größeren Ausbrüchen, so hier jetzt passiert beim Hang Seng. Und ja, man muss sagen, die Bewegung ist nicht nur in China vorhanden, sondern auch in Japan, wenn vielleicht auch nicht in die gleiche Richtung. Wir haben weiterhin dort auch viel, viel Bewegung. Wir sehen das, wie groß die Kerzen hier weiterhin sind, wenn man das mal im Vergleich zum Ende letzten Jahres sieht, wie klein hier die Kerzenkörper sind, wie wenig Volumen im Verhältnis da ist zum Vergleich der jetzigen Phase. Das heißt, wir haben wirklich viel Bewegung, weil viel Unsicherheit herrscht. Wir haben das Zinsthema, wir haben die Währungsthemen und ja, zuletzt haben wir auch das Thema höhere Steuern, die gerade in Japan insbesondere wieder ins Gewicht fallen. Der Premierminister hat da was angekündigt. Höhere Steuern würden natürlich wieder die Gewinne belasten. Ja, und deswegen pendelt sich der Nikkei zwar ein, aber in einer ziemlich hohen Spanne. Das sieht man hier von 37 bis ungefähr 41.000 Punkten. Gehen wir mal diesmal zurück aus Asien nach Europa, denn tatsächlich ist es auch so, dass dieser gesamte Stimulus dazu geführt hat, dass wir auch in Europa einiges an Schwung mitbekommen haben. Lukas angesprochen, insbesondere die Luxuskonzerne in Frankreich haben davon profitiert, aber auch der DAX. Wir sind natürlich hier auch in großen Teilen im Ausland vertreten, in China vertreten, in den USA vertreten, hat dafür gesorgt, dass wir mal diese 19.000er-Decke hier durchbrochen haben. Zusätzlich gab es dann niedrige Inflationsraten, muss man sagen. Es läuft also wieder etwas besser. Der einzige Sektor, der weiterhin sehr, sehr stark unterdrückt ist und insbesondere auch die Konjunkturerwartung drückt, ist halt weiterhin der Automobilsektor, zuletzt wieder VW mit weiteren schlechten Nachrichten. Dann sind heute bzw. gestern auch die französischen Konzerne nachgezogen. Stellantis mit schlechten Prognosen, Aston Martin, ja, gab es deutliche Kurskorrekturen. Aber das Gesamtbild ist da eher positiv und das zeigt sich jetzt auch in der 10-jährigen Bundesanleihe. Wir stabilisieren uns gerade, wir sind 2,1%. Aber wie gesagt, die Inflationsrate weiter tiefer, weitere Zinssenkungen im Oktober erwartet. Ja, und die Schätzung ist jetzt hier für den September, man sieht es hier bei 1,6% Inflationsrate noch. Das kann natürlich noch etwas korrigiert werden, aber wir sehen ganz deutlich ein Trendmuster. In Erinnerung haben wir wollen ungefähr knapp unter 2 sein. Knapp unter 2 wäre also eher 1,9 und nicht 1,6. Aktuell haben wir zwar noch ein paar Sondereffekte und insbesondere die Kerninflation ist noch ein bisschen höher, aber man kann im Kern sagen, Deutschland ist auf dem richtigen Weg. Also, das Thema Inflation ist positiv zu werten, die Zinsen sinken, zumindest in Deutschland. Wie ist es in den USA? Und da gehe ich auch nochmal kurz drauf ein, denn in den USA sehen wir einen ähnlichen Trend, auch beflügelt aus China, auch beflügelt von niedrigen Inflationsraten. Ein nahezu ähnliches Bild, muss man sagen. Und das sehen wir auch sehr schön am Trendmuster. Wir haben einmal diese W-Formation, wir hatten dann diese 5700er Punkte, die immer so ein bisschen als Marke oben geschwungen haben. Die wurden dann durchbrochen. Schon Ende der letzten Woche, aber insbesondere mit Beginn dann der letzten Woche sehen wir, dass halt wirklich mit weiteren Zinssenkungen in Aussicht gestellt werden, bessere Konjunktur in China, dass das alles dafür sorgt, dass man hier wirklich weiterhin Euphorie hat, wir weiterhin in einem schönen Aufwärtstrend hier sind und das führt auch dazu tatsächlich, dass die Zinsen weiter sinken. Wir sind zwar wieder so leicht höher gekommen, im Tief waren es mal 3,6%. Das kennen wir aber aus der Vergangenheit. Also es gibt meistens immer so kurze, tiefere Übertreibungspunkte, leichte Korrekturen nach oben, dann am Ende gerne aber im Trendmuster. Das sehen wir auch in diesen Mustern, die wir hier sehen. Also der Inflationstrend führt dazu, dass die Renditen sinken. Wie gesagt, die Inflationsrate in dem Falle bei 2,2% in den USA, zumindest was diese PCE-Rate betrifft. Ja, und das führt am Ende auch dazu, dass sich das Thema Hausmarkt auch wieder verändert in den USA. Die großen REITs sind so ein bisschen wieder zurückgekommen. Das Thema Büroimmobilien ist auch wieder etwas zurückgekommen. Ja, und es ist generell wieder vielleicht etwas spannender, sich den Immobiliensektor in den USA anzuschauen. Und das sieht man so ein bisschen auch an dieser Variante. Also hier die Fed Funds Rate, die natürlich jetzt gerade sinkt, wo man weitere Zinssenkungen erwartet. Ja, und dann immer die US Mortgage Rate, die dem so ein bisschen hinterher hinkt in dem Falle. Ist aber oftmals so, dass sie dann auch mal weitere Bewegungen vorwegnimmt. Das sieht man hier an dem Fall, an dem Wert, das ist jetzt die sehr, sehr lange 30-Jährige, die ist immer recht stabil. Und weil oft die Frage jetzt schon kam, schon in den letzten Malen, ja, wir gucken uns ja immer die USA an. Wie ist es denn eigentlich in Deutschland? Wie sieht es da mit dem Thema Immobilienkredite aus, Zinsen? Kann man sich vielleicht mal wieder was anschauen, was auch den Immobiliensektor in Deutschland betrifft? Denn auch der, muss man ja sagen, hat etwas gekriselt in der letzten Zeit. Ja, und ich habe mal eine Sache mitgebracht, wenn ihr das Ganze wirklich nachverfolgen wollt.
guckt euch gerne mal den 10-Jahres-Swap für den Euro an. Was sagt der 10-Jahres-Swap? Ja, das sind mehr oder weniger die Zinssätze, die die Banken auch nutzen zur Absicherung, also auch langfristig gegen kurzfristige Zinsen. Es ist dementsprechend auch ein Orientierungspunkt für ja, die Zinsmärkte und es ist gerne auch ein Orientierungspunkt dementsprechend für Baufinanzierungssätze. Das heißt, wenn ihr seht, hier sinkt der Zinssatz, wir sind jetzt hier von einem Hoch 3,6% runter bis, ja, heute waren es 2,3%. Und da muss man sagen, das ist jetzt die Euro-Swap-Rate, deswegen steht es hier nicht in Prozent, sondern in Euro. Im Kern kann man aber sagen, ja, wenn man mal so 0,4 bis 1,2% draufrechnet, je nachdem Zinsen, Bonität, was ihr haben wollt, wie viel Eigenkapital und, dann habt ihr so grob eure Finanzierungsrate, mit der ihr rechnen könnt. Also wenn ihr jetzt über 10 Jahre beispielsweise ein Objekt in irgendeiner Form finanzieren wollt, dann rechnet mal gerne so 0,6, 0,7 obendrauf, dann habt ihr so einen Zinssatz für euren Immobilienkredit von so knapp 3% und das ist so ungefähr das, womit man aktuell an Zinsen rechnen muss. Also für alle, die immer ein Auge auf den Immobiliensektor haben, guckt gerne mal drauf. Die Swap Rate, die wie gesagt ist live, jeden Tag neu, nimmt deswegen so ein bisschen Bewegung vorweg. Ihr wisst es, die Banken sind nicht ganz so schnell, die brauchen immer ein bisschen länger, aber im Kern kann man sagen, ja, das ist die Bewegung, die wir in den nächsten Wochen hier sehen werden, also 2,8, 2,9% für Baufinanzierungssätze 10 Jahre. So, das war jetzt so ein kurzer Ausriss aus dem Thema. Wir gehen nochmal zurück in die USA und zwar zum Thema Dow Jones, denn der Dow Jones hat ebenfalls ein neues Allzeithoch erreicht, ebenfalls getrieben durch den China-Stimulus und durch die niedrigen Inflationsraten. Auch die zyklischen Konsumgüter haben jetzt zuletzt wieder ganz gut performt. Der Aufwärtstrend bleibt also weiter intakt, ist relativ beständig. Auch der MACD ist weiter positiv, auch wenn er ein bisschen was an Momentum verloren hat. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, profitiert der Sektor natürlich weiterhin vom Konsum. Wer sich da immer noch ein bisschen schwerer tut, ist der Nasdaq 100. Immer noch unser Top-Performer, zwar wenn man aufs Gesamtjahr schaut. Nichtsdestotrotz ist der Tech-Sektor immer auch ja, aktuell im Fokus, was das Thema KI, Liefertrends, Rechenzentren und betrifft. Da ist sehr viel eingepreist worden in diesem Jahr. Ja, und jeder kleine Schnapper nach unten führt dann auch dazu, dass der Index ein bisschen wackelt. Das heißt, wir haben hier kein neues Allzeithoch erreicht, aber wir sind immerhin wieder über die 20.000-Punkte-Marke gekommen. Dort halten wir uns aktuell auch noch. Mal sehen, ja, wie lange das so weitergeht. Das so zum großen Bild. Wir gehen